aufgefallen, ist mir die Zigarettenspitze. Und er etwas Eleganz gegeben hat, vielleicht sogar etwas Frivoles, das gar nicht zu ihr gepasst hat. Sie war eher klein, zierlich, leicht gebückt wie eine ältere Frau. Ein junges Gesicht, braune Locken, die Fransen abgeschnitten, wie selber abgeschnitten, leicht schräg. Grosse Hänge, violette Hosen, einen grünen Stoffregenmantel, den sie auch im Zuschauerraum nicht abgezogen hat. Dricke war Regisseurin im Stadttheater. Mit zwei Inszenierungen im Jahr und Dramaturgin, verantwortlich für die Woche der neuen Dramatik, die im Sommer kurz vor Spielzeitschluss am Theater stattgefunden hat. Als wir keine Abendprobe hatten, bin ich mit Dricke ins Theater schauen. Im Zug habe ich den Stücktext gelesen, den Dricke kopiert hatte. Vor der Aufführung sind wir zusammen in die Kantine. Dricke hat ein Glas Rezin abgestellt und Brot und Olivenöl. Das war ihr Nacht. Fast jeden Theater hat sie jemanden kennt, von Festivals, aus dem Studium, aus der dramaturgischen Gesellschaft. Die haben ein Billett organisiert, manchmal schon die Übernachtung. Vor 3 Tagen haben sie ihre letzte Zigarette geraucht, hat Dricke gesagt. 3 Tage ohne Zigarette, ob das nicht unglaublich sei. Ja, unglaublich, habe ich gesagt. Aber 3 Tage, es fehlen ihr nichts. Sie merkt, wie sie besser schnaufen möchte. Sie merkt, wie sie mit dem Velo den Berg aufkommen. Und das nach 3 Tagen, das sei unglaublich. Ja, unglaublich, habe ich gesagt. Da merkt sie erst, was sie ihrem Körper antäugt, jeden Tag. Da müssen sie nur mal 3 Tage aufhören rauchen, um das zu merken. Auf der anderen Seite, wenn sie schon nach 3 Tagen merkt, wie ihr nichts fehlt, dass sie besser schnaufen möchte, plötzlich den Berg aufkommt mit dem Velo, dann können sie ja nicht so schlimm sein mit dem Rauchen, wenn sie einfach so aufhören können von einem Tag auf den anderen. Soll sie mal 3 Monate nicht rauchen, habe ich gesagt. Aber Dricke hat gesagt, 3 Tage. Und das Verrückte sei zu merken, dass er nichts fehlt. Am Schluss sei sie auf 4 Päckchen gewesen. Sie hat zwar schon ab und zu das Bedürfnis, eine Zigarette anzünden beim Arbeiten, wenn sie so am Schreibtisch sitzt wie jetzt und sie müssen sich sehr zusammennehmen, dass sie diesem Bedürfnis nicht einfach nachgeben. Dann nehmen sie Sonnenblumenkerne, ich habe schon vorher gemacht, als sie noch geraucht hat, dass sie gerne schnell Sonnenblumenkerne auf dem Schreibtisch haben, aber nicht das gleiche wie Rauchen. Das Knacken von Sonnenblumenkernen, das Geräusch vom Kiefer beim Käuen, das sie anders als das Ein- und Ausschnaufen von Rauch, was sie mehr beruhigen, was sie konzentriert macht. Ähnlich vielleicht wie das Kaffee trinken. Sie haben gerne ihren Milchkaffee auf dem Schreibtisch, kalten Milchkaffee, also Kaffee, der mit der Zeit kalt wird. Aber das Rauchen fehlt schon manchmal. Und ausschnaufen von Rauch. Der Rauch um sie herum, was sich Gedanken drin bilden, was sich die Wörter langsam daraus herauslösen. Wenn der Rauch verflogen sei, bleiben die Wörter. Und es fällt ihnen schwer, nicht immer daran zu denken, an das Rauchen, wenn sie denken, ohne zu rauchen. Für sie gehören Rauchen und Denken zusammen. Also bis vor 3 Tagen haben sie zusammen gehört. Das merken sie erst jetzt. Und es kommt mir vor, dass Denken ohne Rauchen wie gar kein richtiges Denken. Sie können sich beobachten vor Blut und kommen zu nichts. Also nichts Richtiges. Muss ich tun, nur dass sie das schon 3 Tage geschafft haben, dass ihr das Rauchen bis jetzt so gar nicht fehlt. Das nicht ein Wunder. Dass ihr das Rauchen so gar nicht gefällt, dass sie das schafft seit 3 Tagen. Ja, es ist ein Wunder, habe ich gesagt, aber ob wir jetzt nicht weiterarbeiten wollen. Also nicht, dass sie gar nicht fehlen würde, hat gesagt. Sie denkt schon noch viel daran, dass sie sich jetzt am liebsten mit den Zigaretten anzünden. Und das Beste wäre ja, wenn sie es schaffen würde, gar nicht mehr daran zu denken, wenn es gar nicht mehr darauf abkäme, ob sie sich jetzt eine Zigarette anzünden würde oder nicht, wenn sie so frei wäre von dem Rauchen, dass sie sich auch wieder Zigaretten anzünden könnte, weil sie ihr so gar nicht fehlen würde, wenn sie nicht mehr rauchen würde. Sie merkt schon, dass sie bedeutend leichter Fall als vielleicht noch vor 2 Tagen, wo sie die ganze Zeit daran denkt. Jetzt denkt sie nicht mehr so viel daran, nur noch ab und zu. Es gibt Momente, wo sie es komplett vergessen, wo sie am Schreibtisch sitzen wie zu etwas anderes denken, als nur, dass sie am liebsten würde Zigaretten anzünden. Und das Denken und Rauchen im Prinzip zusammengehören. Dann denken sie, aber so schlimm können sie ja nicht sein mit dem Rauchen, wenn das Rauchen so konzentriert macht und man so gut damit denken kann, dass sie ja etwas Körperliches das denken. Und vielleicht sei das Rauchen sogar weniger schädlich, als die ganze Zeit daran zu denken, Sonnenblumenkerne zu köchen, kalten Milchkaffee zu trinken. Das habe ich einfach noch nie jemand untersucht. Dann gäbe es keine wissenschaftlichen Studien. Vielleicht müssen wir das zuerst mal wissenschaftlich untersuchen und kommen vielleicht zur Einsicht, dass Rauchen vergleichsweise harmlos sei. Es sei schliesslich alles eine Frage von Massen. Es müssen ja nicht 4 Päckchen am Tag sein, einfach ab und zu eins. Alle Stunden Zigarette oder vielleicht auch halbe Stunde können ja auch keine Lösung sein, dass sie jetzt gar nicht mehr arbeiten können, nur weil sie nicht mehr rauchen. Ob wir jetzt nicht endlich weitermachen, habe ich gesagt. Von mir aus können sie sich auch eine Zigarette anzünden, mich stört es nicht.
Nein, das wollen sie jetzt noch ein bisschen durchhalten, hat Rieke gesagt. Weil 3 Tage, das ist unglaublich. Und der Abschnitt da, wo wir noch arbeiten, ohne Zigaretten, vielleicht können sie sich ja dann zur Belohnung, wenn wir den Abschnitt geschafft haben, eine Zigarette gönnen. Oder vielleicht in einer Viertelstunde oder sagen wir 10 Minuten. Rieke ist gefragt worden von einem Schauspielschüler, ob sie seine Abschlussproduktion betreuen würde. Er wollte einen Abend machen aus seiner Geschichte, wie er als 10-jähriger Bub mit seiner Familie aus Vietnam in die Schweiz gekommen ist. Man kennt den Schauspielschüler vom Festival, weil er auch mit anderen von Schauspielschule zusammen geholfen hat, Billy abreissen und Plätze anweisen. Einen geschriebenen Text hat es nicht gegeben, der Schauspielschüler hat erzählt, Rieke hat das Aufnahmegerät laufen und das Aufgenommenen anschliessend transkribiert. Auf der Probe haben sie die Texte ausprobiert, umgeschrieben, verworfen, neu zusammengesetzt. Work in progress über Wochen, wo ich eigentlich davon mitbekommen habe, bei Rieke im Büro. Sie hat mit Rieke gefragt, ob ich auf eine Probe kommen würde. Sie haben jetzt eine erste Fassung, die sie gerne mal im Ablauf jemandem würde zeigen. Es stimmt viel noch nicht, aber sie wäre froh, hat Rieke gesagt, über einen Blick von außen. Also bin ich zu Rieke auf die Probe. Als ich auf die Probe komme, waren sie am Diskutieren. Der Schauspielschüler hat verunsichert gewirkt, vielleicht wegen dem ersten Ablauf oder weil zum ersten Mal jemand von draussen dabei war. Er hat das Gefühl, der gesagt, der Text verhebe nicht. Das sind zwar Sätze, die er gesagt hat in einem Interview, aber wenn er es gäng und gäng wieder sagt auf der Probe, kommen sie ihm leer vor, wie aufgesagt, er will so gar nicht mehr, über das alles so stattgefunden hat. Er darf nicht denken, hat Rieke gesagt, dass er die Sätze gäng und gäng wieder sagen müsse. Er sagen, wie wenn er es jetzt erstmal würde sagen. Er müsse sie jedes Mal neu denken. Das fällt ihm eben schwer, hat der Schauspielschüler gesagt. Vielleicht, wenn das nicht Zeittext wäre, sondern ein literarischer Text, dann würde es ihm leichter fallen. Er soll den Text reden wie einen literarischen Text. Er soll ihn nehmen, so wie er da stehen und nachher sich herholen. Und schauen, was er daraus machen als Schauspieler. Wenn er will, können sie ihm die Aufnahme noch mal abspielen, dass er hört, wie er das erzählt hat. Den Ton muss er wieder finden, das Erzählen, das er beim ersten Mal so selbstverständlich hatte. Ja, aber ob das wirklich verhebt, hat er noch mal gesagt. Ob das nicht anmassend sei. Wenn er da vorne steht auf der Bühne und sich als Opfer inszeniert mit 22, das sei alles weit weg, er sei dann ein Kind gewesen und er hatte ja Glück gehabt, im Vergleich mit vielen anderen. Seine Familie und er haben überlebt, sie konnten in die Schweiz kommen. Er sei hier aufgewachsen, er konnte in die Schule gehen. Und jetzt profiliert er sich mit dieser Geschichte. Er profiliert sich überhaupt nicht mit dieser Geschichte, hat Rieke gesagt. Und er inszeniert sich auch nicht als Opfer, er hat persönliche Erfahrungen, er hat Erinnerungen und die Tüger erzählen. Aber andere, hat der Schauspielschüler gesagt, haben viel schlimmere Erfahrungen. Es geht nicht darum, im Theater, hat Rieke gesagt, einen Wettbewerb zu veranstalten, wer die schlimmsten Erfahrungen hat. Er sei Schauspieler und er hat etwas zu erzählen, etwas, das nur er so erzählen kann. Er kann Geschichte von denen, die weniger Glück hatten, als er mit seiner Geschichte miterzählen. Es dünkt ihn noch anmassend, hat der Schauspielschüler gesagt, wenn er die Tüge für alle anderen reden könnte. Aber wer denn sonst soll reden, hat Rieke gesagt. Es können gerne nur die reden, die Glück hatten, die überlebt haben. Wenn er seine Geschichte auf der Bühne erzählt und wenn er sie gut erzählt, wird sie so etwas Exemplarischem. Etwas, wo auch andere mit anderen Geschichten sich drin können, wiederfinden können. Und wer selber keine solchen Erfahrungen hat, kann hier etwas erfahren, durch ihn und mit ihm, was sie oder er sonst nicht erfahren können, aus keiner Zeitung und in keiner Dokumentation. Das ist etwas, was das Theater kann. Man kann sich spielerisch in jemand anders hineinversetzen. Man kann lernen, sich die Welt anders vorzustellen, aus einer anderen Perspektive. Und sie schlagen vor, jetzt mit der Probe anzufangen. Immerhin sei ich extra gekommen. Sie können ja im Anschluss weiter diskutieren. Der Schauspielschüler ist in einem Wändchen verschwunden. Er ist wieder vorgekommen und uns begrüßt. Er sei der Dong, hat er gesagt. Er sei der, der Glück hatte. Nicht alle, die er kennt, hatten Glück gehabt. Das Schiff mit seinem Onkel sind gekentert und die ganze Familie von Frau, von seinem Cousin, sind ertrunken.
Er hat gesehen, als Kind bei Leichen an das Ufer gespült worden. Wenn er hier erzählt, will er auch für die erzählen, die nicht mehr erzählen können. Weil solange noch jemand von ihnen reden, seien sie nicht ganz tot. Dann ist er wieder hinter dem Wändchen verschwunden. Der Rick hat mitgeschrieben, offenbar hat der Ton den Text neu improvisiert. Daraufhin ist er mit zwei Gückeln vorgekommen, die sind ihm auf den Armen gesessen. Man hat sie zwar nicht gesehen, die Gückeln. Sie sind nur sichtbar geworden in der Art, wie der Ton sie gehabt hat auf seinen Armen. Er hat erzählt, dass er Gückeln züchten. Er hat ganz vielseitige Gückeln. Und er lässt sie gegeneinander kämpfen, aber nicht mit Messer. Nicht so, wie es die Erwachsenen machen, weil ihm die Gückeln leid. Und ich habe zugeschaut, wie der 22-jährige Schauspielschüler, der grosse junge Mann vor meinen Augen zum 10-jährigen Bub geworden ist. Der erzählt, dass er seine Comics verstecken muss, weil Comics verboten sind. Und dass er Chines sei und dass alle Chinesen korrupt sind und sie darum weg müssen. Er kennt viele Chinesen, die schon weg sind. Sie gehen ja, aber er darf mit niemandem darüber reden. Und ich habe gesehen, wie er geweckt worden ist in der Nacht, der Ton. Wie er aufgestanden ist und zu Fuss gehen musste und alles dort lassen, was ihm etwas bedeutet in seinem jungen Leben. All seine Gückeln und all seine Comics und vor allem sein jüngster Bruder, wo er gängig auf ihn aufpassen musste, wo er jetzt nicht mehr konnte auf ihn aufpassen, weil der jüngste Bruder bei den Grosseltern geblieben ist. Und er den Ton nicht gewusst hat, ob er ihn je in seinem Leben noch mal sieht. Und ich war dabei gewesen, wie sie jetzt mit dem Bus auf Saigon gefahren sind. Die verschiedenen Leute in diesem Bus, die geredet haben oder geschwiegen, nur schlafen hat niemand können, obwohl es mitten in der Nacht ist. Die aufgebrochen sind und nichts mitnehmen konnten, außer den Schmuck, den sie gemeint haben, sie können ihn vielleicht unterwegs verkaufen. Und weiter von Saigon ins Mekong-Delta, wo der Ton wollte bleiben, wo er das Gefühl hatte, das sei der schönste Ort der Welt. Hier gäbe es alles, Palmen und Wasser und Fische, wo man von Hang fahren kann und andere Kinder, die ihn sehen, als Kind unter Kind. Und nicht fragen, wer man ist, wo man herkommt, wo man hergeht. Und jetzt bin ich mit dabei, wo er den Ton nach 3 Monaten warten mit seiner Familie auf ein überladenes Fischerboot steigt. So schwer überladen, dass man es mit Bambusstäben stabilisieren muss. 200 Leute, 19 Meter lang ist das Schiff. Und ich bin froh, dass ich mit dem Ton zusammen auf dem Oberdeck sitzen darf. Und man sich zwar auch nicht bewegen kann, wenn man vorne will oder hinten, muss man auf das Geländer steigen. Aber besser als die dort unten in diesem Schiffsrumpf hocken, zusammengepfercht wie in einem Keller. Und ich merke gerade, wie es mir auf einmal schlecht wird, wenn ich mit ihm im Ton zum Geländer rüberklettere und ins Meer runterkotze. Und jemand von den Erwachsenen gibt mir von seinem Wasser. Es hat viel zu wenig Wasser auf diesem Schiff, aber wir Kinder bekommen von allen Wasser, weil wir Kinder sind. Und fürchte mit ihm im Ton um mein Leben. In dem Moment, wo die Piraten kommen, unser Schiff stürmen und die Leute um uns herum alles wegnehmen, das Wenige, was sie noch mitnehmen können, ihren Schmuck, was sie gemeint haben, sie können ihnen dann vielleicht verkaufen unterwegs. Und es kommt mir in den Sinn, dass ich noch ein Kettchen habe um den Hals und aus Angst vor den Piraten löse ich das Kettchen, das den Piraten überschmeissen auf ihr Schiff. Aber ich schmeisse nicht genug weit und schaue zu, wie das Kettchen im Meer versinkt und denke, ob ich es echt retten könnte, ob ich so hinten nachgumpen soll. Aber ich weiss, dass der Ton nicht schwimmen kann, wie fast niemand schwimmen auf diesem Schiff. Und der Ricke sagt, schön dranbleiben, Konzentration behalten, jetzt hast du den Ton gefunden. Und nach 3 Tagen in Nacht auf das Mal sieht jemand ein Licht. Und jemand anderes sagt, es gäbe wilde Inseln, dort leben Kannibalen und Panik bricht aus, vor allem unter uns Kindern. Aber das Licht kommt näher, auf das Mal kracht es. Unser Schiff strandet weit draussen im Meer, alle Gumpen vom Schiff. Wir wissen, wir können nicht schwimmen. Wir schauen nach der jüngeren Schwester, die auch nicht schwimmen kann, die sich aber zum Glück einen Cousin um sie kümmert. Und dann sehen wir einen, der hat ein Floss. Zu dem kumpeln wir rüber, dem direkt auf den Kopf, der wehrt sich und will uns vom Floss schmeissen. Wir können nicht schwimmen, sagen wir, das rettet uns und dass wir Kinder sind. Und so treiben wir mit dem auf dem Floss, bis auf das Mal Malaien kommen und sagen, wir sollen gehen. Sie nehmen keine Leute mehr auf. Aber ein Polizeischiff fischt uns trotzdem auf, warum auch immer. Und ich sitze dort, in dieser Probe, auf dieser Probebühne, wo es nichts anderes hat als ein Wändli und einen 22-jährigen Schauspielschüler in einem verschwitzten T-Shirt. Und
wenn der jetzt sagen würde, er hätte Pech gehabt, es gäbe andere, die haben Glück, die haben überlebt, aber er gehört nicht zu denen. Er sei dem Meer versoffen. Ich würde ihm es glauben. Ich bin gerne mit dir in der Kantine gesessen nach der Probe. Und wenn sich sonst im Theater alle geduzt haben, bei ihr hätte ich nie den Mut gehabt, sie nicht zu sitzen. Sie war wirklich eine Dame. Eine lebende Legende, ein Theatertier. Eine, die man gewusst hat, die stirbt nicht auf offener Bühne. Für das hat sie zu viel Stil. Die geht ab, wenn sie muss, nach dem letzten Auftritt. Und dann fragen sich die Leute, warum sie beim Schlussapplaus plötzlich fehlt. Marie-Louise Pfändler hat als junges Mädchen hier am Theater angefangen. Gegen die 300 Rollen hat sie gespielt. Aber von einer Rolle war gängig die Rede, in jedem Porträt über sie, in jeder Kritik. Marie-Louise Pfändler als Käthchen in dieser legendären Käthchen von Heilbronn-Inszenierung nach dem Krieg. Dann noch unter ihrem ledigen Namen Petzold, wo die Leute gesehen haben und gewusst, jetzt ist der Krieg vorbei. Jetzt fällt eine neue Zeit an. Ich durfte als Hospitant mit ihr in der Kantine sitzen, durfte mit ihr ein Glas Wein trinken, was sie erzählt. Von ihrem Hunger, der gerade wieder Durchfall hat, von all den grossen Regisseuren, die sie mit ihnen gearbeitet hat, von ihren Rollen und von ihren Männern. Und dass das Theater eine Beziehung mit jemandem, der nicht vom Fach ist, schwierig macht, weil am Schluss halt gleich das Verständnis fehlt für das, was wir hier machen. Dass wir meinen, mit jeder Premiere unsere ganze Existenz aufs Spiel zu setzen, meinen bei jeder Arbeit, dass sie jetzt die wichtigste, auf die kommen sie an, auf die hat die Welt gewartet. Und am Schluss ist es wieder nur eine Premiere von einem Stück, das wir 10-mal oder 15-mal auf einer Bühne spielen. Und dann ist das Stück abgespielt und wir damit weg und vergessen. Dass wir bereit sind, für so viel Vergänglichkeit unser Leben zu opfern, Rollen um Rollen spielen und irgendwann nicht mehr wissen, wer in all diesen Rollen wir selber sind. Welches die Rollen ist, die wir gespielt haben auf dieser Welt und dass sie darum auch keine Kinder haben. Weil das mit dem Beruf und dem Leben, das sie geführt haben, nicht zu vereinbaren gewesen. Sie wäre eine schlechte Mutter gewesen, hat Marie-Louise Pfändler gesagt. Auf der Bühne haben sie Menge gespielt und jetzt müssen sie gehen, sie müssen noch mit dem Hund raus. Da ging noch Durchfall. Ich habe sie bewundert. Marie-Louise Pfändler, dann, als ich frisch ans Theater bin, als Hospitant. Ich habe noch wenige Menschen kennt wie sie, die ihr das ganze Leben am Theater verbracht haben. Mich hat die Mischung fasziniert aus Zerbrechlichkeit, Selbstzweifel und dem würdigen Damenhaft auf der anderen Seite. Ich habe sie gesehen, grennen auf der Probe, ich habe sie gehört, schimpfen, ich habe zugelassen, wie sie das Auflösen fertig gemacht hat. Am nächsten Tag hat sie sich entschuldigt und die Praline auf die Probe gebracht für alle, und zwar die teuersten und besten, die es gegeben hat in der Stadt. Ich habe gefragt, wie es früher gewesen sei, zu arbeiten mit all diesen berühmten Regisseuren, zu spielen, von all diesen Rollen, zu zusammenleben mit all diesen Männern, und ob es dem Hunger jetzt wieder besser ging. Und einmal hat sie ihre Hand auf meine gelegt, hat mir die Backen gestreichelt und gesagt, übrigens, am Theater tügen sich alle duzen. Sie sind Marie-Louise. Ich wollte viel wissen von Marie-Louise. Und mal sie gefragt, wie das gewesen sei, denn als Käthchen, die legendäre Rolle in dieser legendären Inszenierung nach dem Krieg. Sie hat ihre Hand auf meine gelegt und gesagt, jetzt sage sie mir etwas, aber ich müsse es für mich behalten. Das Käthchen, das Legendäre, haben sie nicht gespielt. Sie wären noch zu jung dafür. Es waren andere gesehen, die Marie-Louise Petzold, eine andere Schauspielerin, früh gestorben. Sie sind einmal noch begegnet am Theater. Und die Legende, dass Petzold ihr ledigen Namen sei, sei Quatsch. Sie hätten nie geheiratet, wäre ja noch schöner. Auf die Idee, einer von diesen Männern, die sie hatten, zu heiraten, wäre sie nie gekommen. Die Geschichte hat einen Kritiker abgedichtet vor vielen Jahren. Sie hat vielleicht müssen reagieren, dann hat es nicht gemacht und später sei es dann zu spät dafür. Jetzt lebt sie mit dieser Legende. Sie hat sie nie von sich aus verbreitet, hat ihr aber auch nie widersprochen. Wieso sie denn nicht widersprochen hat, habe ich gesagt.
wenn sie die Rolle doch gar nicht gespielt haben, das legendäre Kätchen, wenn das ein anderer sie gesehen. Was soll's, hat Marie-Louise gesagt. Sie hat über 300 Rollen gespielt hier am Theater. Ein Leben lang nur Rollen. Und in welcher man sie in Erinnerung hat, sei ihr eigentlich gleich. Hauptsache, man hat sie in Erinnerung.